Ist der hier? Mensch, da fällt mir ein, hier wollten wir auch noch was reinbauen. Wo ist denn der? Jetzt mal ganz ohne... Was ist denn das? Ah, ich weiß, was das ist. Laut ist das. Meine Fresse. Oh. Meine Güte. Nee, ehrlich, wo ist denn der jetzt? Der müsste ja theoretisch hier irgendwo sein. Hier ist aber keiner. Oh. Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Aber da, wo der jetzt ist, da wollen wir nicht hin. Hm. Okay, dann lassen wir den erstmal da, wo er jetzt ist. Und dann soll er da, wo er ist, glücklich werden. Auf jeden Fall mich in Ruhe lassen. Aber da drin glücklich wird, das ist mir eigentlich relativ Wumpe. Hm, ich will einfach nur überleben. Der Drang zu überleben. Er ist wieder stark genug, um weiterzumachen. Weiter in der verkehrten Welt. Weiter in der verkehrten Welt. Da 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 da. Dim, 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 dim. Haben wir hier noch irgendwo was drin eigentlich? Ja, hier haben wir noch 16 Ziegel drin. Hier haben wir noch ein paar Level drin, Mensch. Das ist ja... Müssen wir aber gleich mal die Steine wieder wegbringen. Oh Gott, ich bin vielleicht ein Held. Oh, guck mal, hier haben wir sogar noch Ton drin. Das heißt, wir können hier nochmal Ton reinmachen. Ein hohes C. Oder so. Ein hohes C. Oh nee, ey. Am Ende heißt es wieder, ja, der Ron, der hat mal wieder Vollspacken gehabt. Na, ich kenn euch doch. Ihr kleinen Stalker. Fang an. Allerschlimmsten sind ja diese kleinen Stalker, die mir dann auch noch bei Twitter folgen. Und alles, was ich schreibe, auch noch retweeten womöglich. Wobei ich dieses Retweeten sowieso ein bisschen fragwürdig finde. Weil, okay, man kann zwar mit einer Person über, also derselben Meinung sein, aber muss man das denn gleich retweeten? Ja, muss man. Ganz ehrlich. Bei Facebook wird so viel Datenmüll produziert, ne? Aber wirklich reiner Datenmüll. Überlegt mal, was da tagtäglich für Posts gepostet werden. Also ich meine, Arbeitskollege von mir. Ich nenne ihn jetzt hier nicht, mit Absicht nicht beim Namen. Aber der. Ey, ich sag euch. Also, Tagebuch ist Dreck dagegen. Und das ist wirklich ohne Scheiß so. Manche Leute verwechseln wirklich Facebook mit ihrem kleinen persönlichen Tagebuch. Warum? Hey Jungs, kommt doch mal klar. Wenn ihr euch ein Tagebuch, also wenn ihr ein Tagebuch schreiben wollt, dann tut es. Aber nicht bei mir an der Facebook-Wall, Mensch. Mich interessiert es nicht, wann ihr auf Klo wart und wie viele Likes ihr dafür bekommen habt, dass ihr auf Klo wart. Ganz ehrlich. Ja, man kann sich über manche Sachen wirklich aufregen. Und ja, das gehört ab und zu mal dazu, dass man sich über Sachen aufregt in einem Let's Play. Ja, und? Das ist meine freie Meinung. Und solange wir hier in Deutschland sind und die deutschen Züge wieder rollen, kann ich meine Meinung sagen, wie ich will. So. Wo ist denn jetzt hier eigentlich der Eingang zu dieser komischen kleinen Pisshöhle? Wo wir sowieso gleich nach 3 Minuten sowieso wieder sterben werden. Aber ich glaube, hier links ging sowieso nichts. Nee, hier links ging es nirgends hin. Oh, da fällt mir... Mensch. Ein wahrliches Genie hat das hier so gebaut. Ja, ich weiß, Selbstlob stinkt. Oder heißt das Eigenlob? Naja, egal. Kommt letztendlich auf das Gleiche hinaus. Eigentlich so im Großen und Ganzen ist die Höhle zu klein, als dass wir irgendwie hier weiterkommen. Jetzt natürlich die Frage, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ah, okay. Gut, ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Zumindest so ein kleines bisschen. Dann jetzt hier links und dann da hoch und dann haben wir hier Kämpfgeräusche. Ich will hier raus, ich will hier raus, ich will hier raus. Ich will hier ganz eindeutig mal raus. So. Ich habe gerade mal eben so auf die Uhr geguckt. Wir haben jetzt 19 Minuten und wir haben nichts Produktives getan. Willkommen bei mir.
Wir müssen ja irgendwie dieses Let's Play in die Länge ziehen, damit ich ja möglichst ganz viel Geld mit meinen Werbeeinnahmen auf diesem Video hier verdiene. Gott. Okay, ich weiß. Irgendwann werden die Sprüche alt. Aber ihr müsst zugeben, es dauert noch einen Moment, bis die alt werden. Das ist wie mit RTL-Witzen. Die werden einfach nie alt. Ach ja. Ey Mann, du bist voll der Gamer. Alter, hast du mich gerade beleidigt oder was, hä? Ich hab gesagt, du bist ein Gamer. Was? Ich gehe jeden Tag duschen und ich hab ein IQ von 1. Ja. Danke sehr. Vollpfosten. Wir hätten diese Wand hier reingezimmert. Und ich glaube, wir machen mal jene verfluchte Playlist an. Wow! Verbuddelt hier in Löcher. Ich bin da volle Kanne reingejumpt, ne? Habt ihr das gesehen? Foto. Njum. Naja, okay. Wollen wir hier erstmal oben dicht machen. Damit uns ja keine Monster erwischen. Allgemein, wieso habe ich keinen Cobblestone mitgenommen? Naja, gut. Die Wege des Lurons sind unergründlich. Und da könnt ihr gegen sagen, was ihr wollt. Das ist so. Das erinnert mich fast an Mech. Aber Mech war noch böse. Wieso habe ich eigentlich noch nicht kenntlich gemacht, dass man hier am besten nicht reingeht, weil hier ist einfach nur eine Sackgasse. Sackgasse auf du. So. Von da kommen wir. Okay, dann gehen wir hier längs. Und hoffen, dass wir hier nicht wieder irgendwelche komischen Monster begegnen, die uns irgendwie wieder in der Luft zerreißen. Wie sind wir denn da mal hochgekommen? Ich glaube, da oben war mal Wasser, wa? Okay. Machen wir hier mal ein bisschen dicht. Weil früher oder später müssen wir das hier sowieso mehr oder weniger dicht machen. Ja, früher oder später, mehr oder weniger? Hm. Alles irgendwie heute doch sehr relativ hier. Aber egal. Jo. Jo, jo, jo. Jo. Oh. Creeperly, komm mal runter. Creeperly, komm her. Na los, komm her. Da komm mal runter. Na los, komm. What are you looking for? You are looking for freedom. Komm her. Habt ihr gesehen, wie der auf einmal das Laufen gekriegt hat? Wow! Oh. Ich habe jetzt eben echt gedacht, da ist noch ein Creeper hinter mir. Voll die Paros, ey. Egal, was ich nehme, ich sollte weniger nehmen. Aber die Medikamente machen so einen Spaß. Schön. Okay, wir arbeiten jetzt hier mal ein bisschen mit Erde. Zum ganz einfachen Grunde, weil wir auch nicht mehr so viel Ziegelsteine, nicht Ziegelsteine, Cobblestone haben. Also müssen wir hier mal so ein bisschen mit Vernunft arbeiten. Vernunft. Was ist das schon in unserer heutigen Gesellschaft? Ich frage euch, was ist Vernunft? Ist Vernunft, vor Sachen abzuhauen, vor denen man instinktiv Angst hat? Ist das Vernunft? Ist Vernunft, das zu tun, was man einem sagt? Wo sind hier die komischen Blobs? Ich weiß es nicht. Wo ist eigentlich unsere... ja genau, jetzt weiß ich, wo unsere Diamantenspitzhacke wieder hin ist. Oh nee. Die haben wir ja unter Wasser verloren. Obwohl wir eigentlich mal nachschauen könnten, ob die da noch rumliegt. Eigentlich. Glaube ich aber nicht.
Weil irgendwann decayt das Ganze ja auch. Aber das ist gut, dass wir hier noch Lava haben. Weil davon werden wir noch ein bisschen was brauchen. In naher Zukunft. Schon allein, damit wir unseren Fußboden in unserem Lagerhaus dicht machen können. Da kommt mir denn überall Lava rein und dann gibt mir da einmal Wasser drüber und dann, yeah, haben wir ganz viel Obsidian. Oh, die blöde Idee ist gar nicht so verkehrt, glaube ich. Das könnte man eigentlich mal machen. Hm. Naja, egal. Ich bin aber eher so für meine Idee, die ich vorher schon hatte. Ja, ja, ja. Ganz viel Cobblestone. 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 So. Sieht das gleich hier viel netter aus? Außer, dass ich hier überall irgendwelche Viecher rumkreuchen und fleuchen höre. Und mir das schon so ein bisschen nervig zu schaffen macht. Also nervlich, nicht nervig. Also ich meine, nervig sind sie auch, aber naja. So. Ändern kann man es ja auch nicht. Ich hatte gerade wirklich so einen typischen LaRouche Moment. Ihr wisst schon, diesen Moment, wo ich gesagt habe, wenn das mit ACTA durchgesetzt wird, dass das dann Copyright von mir und so ist, ne? Ich habe mich gerade wirklich allen Ernstes gefragt, sind die Mods da überhaupt an? Und im Satz vorher sage ich noch, ach, die Malans da, die machen mir voll zu schaffen, ey. Ja, super. Ja. Ja. Wir nähern uns dem Ganzen hier schon mehr oder weniger. So. Machen wir hier nochmal eben eine Fackel hin. Was ist hier unten? Hier unten ist gar nichts. Okay. Dann können wir da oben nämlich das... Das ist cool. Ja, hier sogar ein Spawner. Ha. Was ist denn das? Das ist ein Zombie-Spawner. Hm. Wisst ihr noch, was wir gesagt haben? Ihr wollt noch einen Spawner bauen, ne? Wieso kann man die Sättel eigentlich nicht stacken? Also ich meine, dieser hier wird sich ja schon fast so anbieten. Wo ist denn das so von unserer... Okay, das ist eigentlich noch gar nicht so wirklich weit weg. Da müssten wir einmal über die Bibliothek hinweg, dann hier nach unten. Ich bin ja gerade wirklich mal so etwas gewillt, hier etwas rumzubauen, ne? Aber wir waren erstmal auf der Suche nach was anderem. Etwas Wichtigerem. Etwas, wovon die Welt träumt. Nach einer Idee. Oder war es doch nur ein Traum? Ein vergessener Traum. Voller Sehnsüchten. Wünschen. Gold. Und Diamanten. Also alles, was in der heutigen Gesellschaft man sollte wirklich nicht so etwas mit in die Playlist reinnehmen. Erstens geht einem das voll fett auf den Zeiger. Und zweitens ja, voll die Sackgasse und dafür baue ich das hier voll aus. Okay.
Wie groß muss denn das sowas sein? Ich glaube 5, 10 mal 15, oder?